Im ersten Schritt haben wir, glaube ich, Excel-Tabelle eingefügt ins Word. Also sind wir auf Einfügen, Objekte auf der rechten Seite gegangen. Und dann hat der Computer gefragt, was wollen wir überhaupt einfügen? Etwas Neues erstellen oder bestehende Tabelle einfügen? Schon bestehende, wir haben das schon im Voraus vorbereitet. Und er fragt, wo ist das? Durchsuchen. Und dann auf die Tabelle. Ich habe sie hier gespeichert, Rechnung, dritter Tag. Und Tabelle ist da. Wichtig ist, daran zu denken, dass die Tabelle aktiv ist. Das heißt, mache ich einen Doppelklick auf die Tabelle, klick, bin ich plötzlich drin. Und oben habe ich Excel-Befehle mit Word-Befehlen. Passe ich auf dies an, gehe ich auf Stundensatz von 70 Franken, dann wird Total und Gesamttotal wird sich automatisch anpassen. Also, ich kann zu jedem Zeitpunkt alles korrigieren, was bereits drin ist. Zack, rausklicken, sind wir auch außerhalb von der Tabelle. Tabelle ist wieder passiv da. Das ist Word, das ist Excel-Tabelle. Alternative zu Excel-Tabelle ist Einfügen-Tabelle, ist eine Word-Tabelle. Allerdings, Word-Tabelle hat völlig andere Funktion. Excel kalkuliert, das ist Kalkulationstabelle. Also da werden Sachen berechnet, ausgewertet, analysiert, etc. Word-Tabelle ist eigentlich ein Ordnungshüter, sagen wir so. Sorgt für Struktur im Dokument in der ersten Linie. Und jetzt, was wichtig ist, ich habe die Tabelle, jede Linie drücken, halten, packen, ziehen, also anpassen. Ich kann mit der rechten Maustaste sagen, ich will etwas einfügen, beziehungsweise ich will Zellen löschen. Also ich habe Bearbeitungsmöglichkeiten. Was noch wichtig ist, sobald wir Tabelle, Word-Tabelle eingefügt haben, haben wir oben Tabellentools mit Registerkartenentwurf und mit Layout. Layout ist eine bequeme Möglichkeit, zum Beispiel Position von Objekten oder von Text in der Tabelle zu erfassen. Unsere Tabelle hat so ausgesehen, dass wir hier Menü 1 und Menü 2 gemacht haben, dass wir da etwas geschrieben haben, Pizza und Lasagne, und dass wir via Einfügen Online-Grafiken bzw. Clipart Bilder geholt haben. Bild ist zu groß, also entweder an der Ecke packen, ziehen, oder man kann es auch hier bei breite Höhe. Ich gehe auf 7 cm Breite. Dann hole ich das zweite Bild, ebenfalls Position beziehen, Registerkarte einfügen, Online-Grafiken oder Clipart, schreiben, was ich brauche, und Enter bestätigen und einfügen. Breite ebenfalls 7 cm und die Sache ist gemacht. Jetzt, ich packe das da unten an der Linie. Ich wollte ein bisschen mehr Platz für Bilder haben. Sehen Sie, ich vergrösse die Höhe der Zeile. Allerdings, das ist alles so circa Wert. Wenn ich die Ziele würde markieren und auf Layout gehe, dann könnte ich die Höhe ganz genau definieren. Auf genau 6 cm. Okay. Allerdings die Bilder, die kleben da oben links ein bisschen. Ich glaube, ich muss fast aufs Weiße klicken, auf die Zelle klicken und dann zum Beispiel bei Tabellentools Layout kann Text oder Objekte zentrieren. Eigentlich kann ich alle 4 aufs Mal zentrieren. Okay.
das haben wir gemacht. Wir haben noch Folgendes gemacht. Wir haben hier Preiswelle anschreiben. Und zwar, wir haben wir einfügen, Textfeld erstellen, das Textfeld bekommt. So, jetzt lass an. Drücken, halten, ziehen mit der Maus, haben Feld gemacht. Da schreiben wir nur 15 Franken zum Beispiel. Wir könnten hier Formen bereits so vordefinierte Formen nehmen und anpassen. Oder man könnte auch Einzelfülleffekte definieren, welche Farbe sie das drin haben. Welche Farbe sollte die Linie rundum das Bild haben? Ob es Schattierung oder nicht vorhanden sind. Was wir auch gemacht haben, wir sind auf das Bild, auf Form geklickt, dann auf die Linie drücken halten, wir haben das Ganze verschoben und via Form bearbeiten, wir haben die Art angepasst. Drehen, kein Problem. Haben wir es gemacht. Im Nachhinein, wenn ich merke, aha, das ist okay, jetzt im Kurs, wir haben das x-mal erstellt. Aber selbstverständlich könnt ihr einfach auf Form klicken, Ctrl-C für Kopieren, Klick nebendran, Ctrl-V. Okay. Dann haben wir es standardisiert. Sozusagen. Wenn man es wendet, natürlich. Wenn man es wendet. Was wir noch gemacht haben, wir haben gemerkt, dass wenn ich da mit der rechten Maustaste einfügen, Ziele eingefügt habe. Manchmal habe ich viel zu viel eingefügt. Und da habe ich müssen löschen. Und jetzt so reflexartig habe ich Delete drückt. Und das ist nicht passiert. Schauen ja. Sie. Gelegt, löscht. Text, Inhalte erzählen, aber nicht Zellen selbst. Und dann haben wir herausgefunden, dass die Zellen selber, werden mit Retro-Taste entfernt. Okay. Dann haben wir herausgefunden, dass wenn wir dann nach der Tabelle klicken, nach der letzten Zeile der Tabelle klicken und Enter drücken, dann wird die Tabelle erweitert. Ich weiß nicht mehr, bei wem habe ich gesehen, dass er oder sie in der letzten Zelle war und dann auf Tabulatoren-Taste gedrückt hat. Das hat ganz genau die gleiche Funktion. Okay? Neue Zellen hinzufügen. Und wenn es zu viel wurde, markieren, entfernen. Das war's. Okay? Sonst haben wir noch gespeichert, wie gehabt, ob Word oder Excel, spielt keine Rolle. Aber im Word-Bereich denke ich, das ist alles, was man hier